Hallo zusammen zu einer weiteren Folge der Spielzeugtruhe mit Paul. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ich war letztens mal wieder einkaufen und dann habe ich an der Kasse die Karten hier bekommen. Das sind die Sammelkarten vom DFB, die offiziellen Sammelkarten. Und wir stellen euch ja auch schon die EM-Sticker von Panini vor. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich euch die natürlich auch mal noch vorstellen. Die sind nämlich auch ganz cool und ich hoffe mal, wir kriegen da ganz gute Karten raus. Wir fangen mal direkt an mit dem ersten Sammelkarten. Die erste Sammelkarte ist Andreas Köpke. Das ist der Torwarttrainer von der Nationalmannschaft. Dann machen wir mal die zweite auf. Es gibt ja insgesamt 36 unterschiedliche. Da haben wir den Thomas Schneider. Das ist der Assistenztrainer vom Jogi Löw. Die nächste Karte. Mal gespannt. Vielleicht kommt jetzt auch der erste Spieler. Ja, da haben wir Benedikt Höwedes. Der spielt beim FC Schalke 04, ist in der Abwehr. Nächste Sammelkarte. Vielleicht mal Stürmer. Aha. Da haben wir einen Mittelfeldspieler, den Thomas Müller. Der spielt für den FC Bayern München. Kennen wir ja alle. Ich frage mich immer, wie der die Tore schießt, aber der kriegt sie immer irgendwie rein. Ist ein guter Mann. Hoffentlich ist der bei der EM auch wieder in einer guten Form. Dann haben wir den Julian Traxler, auch ein Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg. Noch relativ jung, aber auch sehr, sehr gut. Der könnte auch so ein Superstar von der EM werden. Vielleicht zeigt er ja was Außergewöhnliches bei der EM. Und als letztes haben wir noch einen Torhüter, und zwar vom FC Barcelona, den Marc-André Ter Stegen. Das ist die Nummer 2 hinter dem Manuel Neuer. Aber auch ein guter Mann, für alle Notfälle ist der immer dabei. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Sticker auch sammelt, ob ihr da schon alle habt oder wer euch da noch fehlt. Ihr könnt das Video bewerten und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Spielzeugtruhe wieder. Bis dahin, euer Paul. Tschüss!